Habe ich dir. Heute in dem Video geht es um ein Projekt, was indirekt mein Sägewerk betrifft. Die meisten von euch wissen es ja, dass ich Besitzer von einem Sägewerk bin. Das ist ein Wuttmeiser LX50, für den, der was noch nicht weiß. Das macht seine Arbeit auch einwandfrei. Also für mich ist das genau das Richtige. Jetzt ist natürlich so, wenn man relativ viel schneidet mit seinem Sägewerk, so wie ich in letzter Zeit eigentlich, dann werden ja relativ oft die Sägbandel stumpf und die kehren dann nachgeschliffen. Da hat man dann im Grunde eigentlich zwei Möglichkeiten. Einmal den Schärfservice von Wuttmeiser, der echt klasse ist, muss ich sagen. Da kriegt man, wenn man Sägbandel kauft, da haben immer fünf in einem Karton drin, einen Retourenschein dazu. Wenn die Sägbandel dann stumpf sind, dann legt man die zusammen, tut die in die Schachtel rein, schickt die mit dem Retourenschein zurück. Bei mir ist immer so, der Weg dann auf mit der Post ist relativ weit. Aber wenn ich die am Montag wegschicke, dann habe ich die meistens am Donnerstag frisch geschliffen wieder zurück. Also der Service ist echt top, preislich auch wirklich unschlagbar. Die zweite Möglichkeit ist, man schleift selber. Und das ist jetzt der Punkt, wo wir in dem Video in das Projekt richtig einsteigen. Ich habe mich nämlich durch die Flut der Angebote im Internet an Schärfgeräte für Bandsägblättl durchgewühlt und bin da auf eins gestoßen, das hat mir einfach taugt. Ich verlinke euch diese Anzeige nicht in der Videobeschreibung. Ich blende euch da jetzt schnell einen Screenshot ein. Dann könnt ihr selber danach suchen, weil ich nicht weiß, wie lange dieses Angebot online ist. Und zwar geht es da um einen Bausatz für ein Bandsägen-Bantel-Schärfgerät. Wenn man so den Bausatz dann bestellt, dann kommt der Backel, da haben alle die Teile drin, wo man für den Bau von dem Schärfgerät braucht. Die Teile sind alle mit dem CNC-Plasma ausgeschnitten. Die haben auch alle schon ein wenig nachgearbeitet, also die ganzen Grate sind entfernt und die Flächen sind schon ein wenig nachgeschliffen. Was man noch machen muss, ist halt teilweise noch diese Bohrungen nachbohren, je nachdem, wie man es braucht. Mit dem Kauf von dem Bausatz kriegt man dann eine E-Mail, wo diese ganze Dokumentation über dieses Gerät drin ist. Da hat man einmal einen Übersichtsplan von den Teilen, die wo alle durchnummeriert sind. In der Bauanleitung ist dann auf diese Nummern verwiesen, damit man weiß, welches Teil wo hingehört. Als nächstes ein Schraubenplan. Da ist jedes Loch mit den Schrauben beschrieben, wo welche Schrauben in was für einer Dimension hinkommt. Ein elektrischen Anschlussplan für das Kontrollkastel, damit man weiß, wie man das alles anklemmen muss. Eine Einkaufsliste für die zusätzlichen Teile, die wo man braucht. Die gehen wir dann alle noch durch. Dann eine riesen Bauanleitung. Da ist wirklich Schritt für Schritt im kleinsten Detail beschrieben, was man machen muss, wie man es machen muss, die Maße, alle. Also die ist wirklich detailreich. Und zu guter Letzt haben wir dann die Bedienungsanleitung. Da steht dann drin, wie man das Teil einstellt, dass der beste Mann in den Schärfraum kehrt und wo man welche Einstellungen vornimmt. Soweit sind wir aber noch nicht. Ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich die ganze Einkaufsliste abgearbeitet habe. Ich habe mir auch die ganzen Schrauben dazu besorgt. Die haben wir alle sortiert und in so einen Sortimentkasten rein. Und das sind dann noch die Teile, die wo auf die Einkaufsliste mit draufstehen. Das Wichtigste, glaube ich, ist dieser Schärfkopf. Da braucht man ein Güte P2300A. Es geht auch mit einem anderen wahrscheinlich auch, aber diese Aufnahme und das ganze, der ganze Bausatz ist einfach auf dieses Schärfgerät ausgelegt. Da sieht man jetzt schon, das ist grün, obwohl es da auf dem Foto blau ist. Hat den Grund, ich habe das Teil komplett zerlegt und habe mir das in grün umlackiert, weil mir das Blau von Güte nicht gefällt und ich dieses Schärfgerät in grün-gelb bauen werde. Als nächstes braucht man einen Scheinwischermotor. Das steht ja alles genau detailreich oder detailliert in dieser Einkaufsliste. Das ist einfach ein stinknormaler VW-Scheinwischermotor. Das steht ja da. Der kann von einem Golf 3 sein, von einem Polo, von einem Caddy. Also das ist eigentlich ziemlich wurscht, weil die von VW alle ziemlich gleich sind. Es ist ja relativ wurscht, ob der da vorne, da gibt es zwei verschiedene, 6 mm oder 8 mm Aufnahme hat, je nachdem. Es ist jetzt in dieser Konturscheibe, heißt das, ist ein 6 mm Loch vorbohrt, aber das kann man ganz einfach auf ein 8 mm Loch dann aufbohren und dann passt die Scheibe da auch drauf. Als nächstes ein Notausschalter, zwei Relais, das ist ja nochmal genau beschrieben, wo stehen die? Da Relais 12 Volt, Finder, Industrie, Koppelrelais, zwei Öffner, zwei Schließer. Ich habe mir da noch diese Relais-Halter mit dazu bestellt, dass man die auf eine Hutschiene drauf montieren kann. Ganz wichtig, ein 12 Volt Netzteil,
Das betreibt eigentlich nur diesen Scheinwischermotor. Ich habe ihn anfangs gemessen. Der hat ungefähr Aufnahme, Stromaufnahme von 2 Ampere. Ich habe mir aber ein 6 Ampere Netzteil bestellt, damit ich da ein wenig Sicherheit habe. Dann braucht man einen Motordrehzahlregler. Ich glaube, schimpft sich das. Der steht da, DC Speed Controller 5 bis 30 Volt. Den habe ich einfach bei eBay bestellt. Ist also ein Chinesen drum. Da sieht man einmal auf dem Display die Drehzahl von dem Motor. Dann hat man da einen Richtungswechsler. Da weiß ich noch nicht genau, ob man das braucht beim Schleifer, aber ich glaube schon, weil man kann einmal Kontur schleifen und einmal bloß die Zahnspitze schleifen. Und dafür, glaube ich, ist der Schalter da, aber dazu kommen wir später. Und da ist dieses Poti zum Drehzahlregeln. Da kann man halt dann die Schärfgeschwindigkeit einstellen. Dann braucht man noch einen Drucktaster. Da haben wir einen bestellt mit dem grünen LED-Ring. Der hat mir gefallen. Und zu guter Letzt einen induktiven Näherungsschalter. Das muss ein, schauen wir da nochmal schnell, der ist da irgendwo beschrieben. Induktiver Näherungsschalter, Sensor 12 mm, NPN NC Öffner. Und als letztes steht auf der Einkaufsliste, eigentlich steht es ganz oben, Industriegehäuse Kunststoff mit die Maße. Mir hat das aber nicht gefallen, damit das Kastel da hinten nochmal separat mit hingebaut wird, weil der Konstrukteur von der Maschine hat da eine Aussparung rausgeschnitten, die eigentlich mit dem Blech dann verschlossen werden sollte. So. Und dann sollte man da zwei Flacheisen herschweißen, wo man dieses Kastel dann draufschrauben kann. Dann hat mir ich gedacht, ich glaube, dass der das Loch da rausgeschnitten hat, weil damit er ein bisschen Material und ein bisschen Gewicht sparen kann. Der hat nämlich, so sieht man es, aus dem Loch nochmal diese drei Teile rausgeschnitten. Und irgendwo in der Anleitung steht da drin, er wollte unbedingt unter 15 Kilo bleiben, Gesamtgewicht von der Maschine. Und deswegen, glaube ich, hat der dieses Loch da rausgeschnitten. Hat mir ich jetzt gedacht, ja, warum soll ich da separat nochmal was hinmachen und extra Kunststoffgehäuse kaufen? Du hast ja einen 3D-Drucker. Also habe ich mir dieses Kontrollkastel oder dieses Steuerungskastel aus dem 3D-Drucker ausgedruckt. Schaut jetzt so aus. Da unten kann ich das Netzteil und den Drehzahlregler reinschrauben. Da oben haben dann die zwei Relais noch separat Platz. Da hinten ist die ganze Kabeldurchführung. Und da oben habe ich den Platz einmal für den Notausschalter, für den Taster, für den Richtungswechselschalter. Da kommt dieses Display rein von dem Drehzahlregler und da kommt das Poti her. Da vorne noch ein schöner Deckel drauf. So, und dann ist das Kastel auch schon fast fertig. Das habe ich jetzt so konstruiert. Da hinten ist ein kleiner Absatz drin. Das passt jetzt genau in diesen Ausschnitt rein. Und ist dann hinten mit der Rückseite bündig. Genau. Ist aber jetzt nicht wichtig. Wenn man keinen 3D-Drucker hat, dann kauft man sich einfach ein Fertigskastel. Und ja, wenn es so ist wie bei mir, dann druckt man es also halt so schnell aus. Dann werde ich jetzt die Teile, wo ich zusammenschweißen muss, schnell ein wenig herrichten und dann fangen wir an mit dem Zusammenbauen. Als erster Punkt in der Anleitung steht drin, dieses Schleifkopfhalteblech wird mit dem Rechteckrohr verschweißt und das Rechteckrohr wird dann mit dem Grundgestell verschweißt. Da habe ich jetzt das schon mal hergerichtet. Das ist das Schleifkopfhalteblech und das Rechteckrohr. Das wird dann da hinten an das Grundgestell hingeschweißt.
schleifen und lackieren. 12 Sekunden später. Das Grundgestell ist jetzt lackiert. Habe jetzt grün gemacht. Schaut auch so aus. Dann habe ich schon einige von den kleinen Teilen lackiert. Die, wo gelb sind, das sind hauptsächlich die beweglichen Teile. Das gehört zur Sägebandführung. Wenn ihr euch jetzt wundert, dass das auf dem Backblech liegt, hat den Grund. Ich tue das tatsächlich im Bauhofer rein. Ich habe im Keller unten eine Waschküche. Also das bedeutet, das ist nicht die Küche, wo wir unseren Schweinsbraten machen und wo wir unsere, ja, wo wir kochen, sondern das ist eine Küche, wie sagt man da, Hauswirtschaftsraum oder Waschraum, keine Ahnung. Ich habe da eine alte gebrauchte Küche eingebaut mit einem alten Bachofen und den nehme ich hauptsächlich für solche Sachen her. Also wir machen in dem mit Sicherheit keine Lebensmittel drin. Wir haben da unsere separate Küche in der Wohnung um. Aber für solche Sachen ist das genau richtig. Ich brenne den Lack dann bei 80 Grad eine Stunde lang ein und dann ist der eigentlich super drucker und super widerstandsfähig. Meine Anzünder für meinen Ofen, also für unseren Kachelofen, die mache ich auch in dem. Bei dem Teil, da war ich ein bisschen zu schnell, das habe ich mitlackiert, obwohl ich dann erst später gesehen habe, dass da oben noch so Mutternstopp, glaube ich, schimpft er das in seiner Anleitung, der gehört da noch mit dazu. Jetzt habe ich den Lack nochmal wegschleifen müssen und das da drauf schweißen müssen. Das muss ich halt jetzt nochmal nachlackieren. Ich bin da jetzt ein wenig vorgesprungen in der Anleitung auf Punkt Nummer 8. Das ist nämlich der Punkt, wo man diesen Mutternstopp da anschweißen soll. Das habe ich ja schon gemacht, damit ich das mitlackieren kann. Und ich springe dann auch nochmal ein wenig vor. Das ist dann Punkt Nummer 5. Weil eigentlich haben wir erst bei Punkt Nummer 3. Da werden eben diese Teile Nummer 18 und Nummer 19. Die haben eigentlich, also die muss man da so durchschneiden. Das sind 4 Teile. In dem einen muss man da eben 6er Quint einschneiden, links und rechts. Das habe ich schon gemacht. Dann muss man die durchschneiden und die Laschen, wo da entsteht, umbörteln. Ich weiß nicht, ob man es auf dem Foto sieht. Das ist dann diese Bandarretierung, glaube ich. Also da läuft das Sägeband dann durch. Das mache ich jetzt auch gleich, damit ich die lackieren kann. Und in der Zeit, wo das trocknet, können wir dann eigentlich da weitermachen, wo wir jetzt sind. Dann machen wir jetzt da weiter, wo es eigentlich weitergeht. Wir montieren als erstes diesen Hubarm. Dazu braucht man den Hubarm an sich und erst einmal diese Lagerplatte. Die ist dafür da, das Kugellager. Die Kugellager sind übrigens alle mit in den Bausatz mit dabei. Die Platten fixiert dieses Lager am Außenring auf dem Hubarm. Dazu legt man das Lager da auf. Dann den Lagerhalter auflegen, Schrauben durch und dann von unten die Muldern drauf, wenn man es nicht nachschmeißt. Das ist ein wenig ein Gefutzle, vor allem wenn man so drinnen Bratzen hat wie ich. Wo ist jetzt die Mulder hingeflogen? Naja, die suchen wir später. Gut, dass ich mehrere habe, in weiser Voraussicht. Gut, also da unten die Muldern dann drauf. Ich habe jetzt da Imbusschrauben genommen und selbst sichern die Muldern. Da kann man aber, also drin stehen in der Anleitung, glaube ich, tut Hutmuttern. Jetzt ist der Außenring fixiert und der Innenring kann sich noch frei drehen. Dann kommt das Lager in dem Langloch. Das, glaube ich, ist so gedacht, dass man... Das muss ja frei dran, das Lager. Das heißt, auf die Schrauben ein Beilagsscheim drauf. Dann kommt das Lager. Dann kommt wieder ein Beilagsscheim drauf. Somit ist der Innenring dann fixiert und der Außenring kann sich frei dran. Das Ganze dann in das Langloch rein. Dann machen wir unten nochmal ein Beilagsscheim drauf. Und da habe ich jetzt wieder selbstziehende Muldern. Schrauben wir das Ganze in dem Langloch fest. Die Position weiß ich jetzt noch nicht genau, wo das hin muss. Ich hoffe, dass das dann noch beschrieben ist oder dass es sich irgendwie ergibt. Ich mache es jetzt einfach mal ungefähr da fest, wo es auf dem Büttel auch fest ist.
Als letztes kommt dann noch M6 Imbusschrauben in das Langloch da oben rein. Die ist dann dafür da, steht in der Anleitung, da läuft die Hubstange dann drin. Also das ist dann, da kommt der Gewindstange rein. Die ist dann dafür da, um diesen Schleifkopf dann rauf und runter zu bewegen. Und die Gewindstange wird da drin in der Imbusschrauben fixiert. Auch die schraube ich wieder mit einer, oder mache ich wieder mit einer selbstziehenden Mutter fest, um und unten ein Beilagscheiben. Und da ich die Position nicht weiß, mache ich es da genauso wie bei dem Lager in dem Langloch. Ich fixiere jetzt einfach da ungefähr, wo es auf dem Büttel ist. Und sieht dann später hoffentlich, wo die hinkommt. Gut. Jetzt ist der Hubarm fertig montiert. Er schaut da aus wie auf dem Foto. Beim nächsten Punkt geht es um die Bandarretierung. Da ist einmal diese Platten dabei. Die schaut jetzt in Wirklichkeit ein wenig anders aus. Die hat nämlich da vorne so eine Nase drauf. Da habe ich jetzt nicht genau gewusst, wo die Nase hingehört. Aber die zwei sechser Löcher, die waren schon drin. Von dem her ist eigentlich nur, ob es so rum ist oder so rum ist. Die Löcher da unten, die muss man selber bohren. Das ist da auch beschrieben. Zweimal M4 Gewinde, 5 mm vom Rand. Das habe ich schon gemacht. Ich habe da zweimal M4 Gewinde, 5 mm vom Rand eingebracht. Jetzt kommen da in diese Gewinde zwei Schrauben mit Kontermutter. Ich mache es jetzt einfach mal so rum mit der Nase, weil von derer Seite reinwärts läuft das Band und ich kann mir vorstellen, ich weiß noch nicht genau, dass das noch zur Bandführung zusätzlich ist. Jetzt schraube ich es einfach mal so rein. Wenn es nicht stimmt, dann muss ich es halt nochmal umdrehen. Als nächstes ist jetzt das, was ich gerade vorher schon gemacht habe, eben diese zwei Teile, die wo ich auseinanderschneiden habe müssen und diese Kanten da umbürteln müssen. Die haben aber noch jetzt am Trocknen, also die kann ich noch nicht hernehmen, weil die haben noch frisch lackiert. Drum hätte ich gesagt, machen wir mit was anderem weiter. Am besten, ihr nennt mich ab sofort irgendwer. Denn in dem Video gibt es jetzt einen massiven Zeitsprung. Aus dem Grund, weil irgendwer hat diese Speicherkarten von der Kamera formatiert, bevor er die ganzen Videos auf sein PC kopiert hat. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das war, aber irgendwer war das. Darum schaut es jetzt so aus, dass die Maschine eigentlich ziemlich fertig zusammengebaut ist. Es sind so gut wie alle Teile dran. Ein paar kleine Schrauben, so wie da, fällt noch so eine kleine Rändelschrauben und eingestellt ist noch nicht. Solche Sachen wie den Halter von dem Induktivgeber, den muss ich noch lackieren und irgendwo auch genau da oben das Radl zum Einstellen von der Tiefen von diesem Schärfkopf, den muss ich noch lackieren. Aber das sollte jetzt kein Grund sein, dass wir das Ding nicht das erste Mal ausprobieren. Ich habe beim Zusammenbauen auch ein paar kleine Probleme gehabt, also nichts dramatisch. Das eine war, da ist in der Einkaufsliste haben Federn mit angegeben. Boah, das ist gar nicht so einfach, Federn zu kaufen. Ich hätte nicht geglaubt, dass das so schwierig ist. Ich habe die Federn ziemlich nach denen Maße gekauft, so wie es angegeben war in der Einkaufsliste. Bei der unteren Feder war es aber so, die schaut ungefähr so aus, oder eigentlich ist die gleiche wie die da oben. Die war aber viel zu stark, das heißt, der Scheibenwischermotor hat nicht mehr die Kraft gehabt, diese Scheiben da anzutreiben, weil die Feder da so dagegen gehalten hat. Da habe ich jetzt einfach aus einem, was ist denn das, 1,5 mm Edelstahl Schweißdraht vom Wickschweißgerät selber eine gemacht an der Drehbank. Wenn ich das vorher gewusst hätte, wie einfach das ist, eine Feder zu wickeln an der Drehbank, dann hätte ich die anderen auch alle selber gemacht. Da habe ich mir einfach so eine 8 mm Rundstange genommen, habe da ein 2 mm Loch reingebohrt, habe das auch so in die Drehbank eingespannt und habe dann da diesen Schweißdraht durchgesteckt, die Drehbank langsam drehen lassen und habe den Schweißdraht da einfach aufgewickelt. Das geht dann ein wenig auf, also die Feder hat jetzt einen Innendurchmesser, glaube ich, von ungefähr 15 mm. Und da es nicht stark genug war, meiner Ansicht nach, habe ich einfach aus so einem Billo-Federn-Sortiment, was es überall zum Kaufen gibt, da noch eine zweite Feder mit reingespannt. Jetzt passt es von der Spannung her, glaube ich, so ziemlich gut.
Und ein Problem war noch, dass diese Beschreibung genau da, wo es spannend wird, also wo es dann wirklich ins Detail geht, wo es diese Aufnahme da oben und das ganze Zeug da unten angeht, da muss ich sagen, da muss man dann wirklich ganz genau in die Fotos schauen, weil von der Beschreibung her ist dann nicht mehr gar so detailreich. Aber es ist trotzdem gegangen. Ich habe es hingebracht. Die Maschine bewegt sich ja schon. Ich zeige es euch. Über den Schalter stellt man jetzt ein, zum Beispiel, dass man die komplette Kontur von dem Sägeband schleifen will, was meiner Ansicht nach immer das Beste ist. Oder auf die andere Seite stellt man um, dass man nur die Zahnfront schleift. Das ist einfach nur eine Drehrichtungsänderung von der Konturscheibe. Je nachdem, in was für Richtung dass sie die dreht, ändert man das, ob man die Kontur schleift von dem Sägeband oder bloß die Zahnfront. Dann kann man über den Taster die Maschine aktivieren und kann über das Poti dann die Drehzahl einstellen. Und dann geht es ja schon los. Jetzt zum Beispiel haben wir auf Zahnfrontschleifer. Jetzt bewegt sich die Konturscheibe im Uhrzeigersinn. Jetzt wenn wir da umschalten auf Zahnkonturschleifer, dann dreht sie sich einfach gegen den Uhrzeigersinn. Der Arm da oben, der bewegt das Sägeband immer um einen Zahn vorwärts und der Schleifkopf wird über die Gewindstange und diesen Hubarm dann immer rauf und runter bewegt. Und dieser induktive Näherungsschalter ist dafür da. Da ist jetzt so ein Blech mit dabei, das steckt man auf das Sägeband auf. Der fährt dann einmal mit rum und wenn das dann da wieder herkommt und da in die Nähe kommt, dann schaltet die Maschine aus. Damit kann man sicher sein, dass das Bandel einmal komplett rund geschliffen ist und auch nicht doppelt geschliffen wird. Ich habe jetzt da auch schon so Kupferrädel hergekriegt. Das sind die Rädel, die kommen da hinten rein. Die werden da reingesteckt. Und die haben einfach dafür da, dass da hinten jetzt dann das Sägeband aufliegt, damit dieser Schieblan da durch die Maschine durchlaufen kann. Ich hole mir jetzt die Bedienungsanleitung, weil da steht nämlich drin, wie man das Ganze einstellt. Das ist nämlich eine ziemlich filigrane Geschichte, glaube ich, weil das muss ja alles zusammenstimmen, wie der Arm da fördert, wie das Sägeband da drin liegt und dann kommen da diese Hubhöhe und ja. Ich stelle das jetzt schnell ein, dann lege ich ein Sägeband auf und dann schleifen wir es erst einmal. Ich habe jetzt alles einmal so grob eingestellt. Die Sägebandhöhe, also wie viel, dass der Zahngrund über das Blech da drüber steht. Den Vorschub von dem Zahn und den Schleifkopf. Jetzt wenn man da einschaltet, dann sieht man, wie das runtergeht und diesen Zahngrund ausschleift. Den Zahn vorschiebt und den Sägekopf hebt. Damit er den Zahnrücken schleift, jetzt die Zahnfront und dann schiebt er wieder und gleichzeitig hebt er den Kopf. So grob passt das eigentlich alles. Was ich jetzt noch machen muss ist, und das steht auch in der Anleitung drin, diesen Schleifstein oder die Schleifscheibe, die muss ich da um 45 Grad anschrägen, damit der da unten diesen Zahngrund und den Zahnrücken sauber ausschleift. Dazu ist bei dem Schärfgerät also ein Abziehstor dabei. Der ist jetzt bloß von meinem Sägekettenschärfgerät, aber das ist im Grunde der gleiche. Dann schaltet man die Maschine ein und hält den Stor einfach da hier und damit kann man die Scheiben abrichten. Ich habe jetzt alles soweit nach der Anleitung eingestellt. Die Maschine schleift da einmal frei, das funktioniert alles. Ich habe jetzt bloß ein Problem festgestellt. Und zwar habe ja ich diese Sägebandel von Wuttmeisser, die Double Hard heißen die. Das sind so diese Standardbandel, da gibt es drei verschiedene Profile. Das 1030 Profil, das ist ja das, auf was die Maschine ausgelegt ist. Das ist so das Universalprofil, mit dem kannst du eigentlich alles schneiden. Ich hätte gemeint, ich hätte so eine Bandel, habe ich aber nicht. Und zwar habe ich das 734 Profil, das heißt, das ist eigentlich für trockenes Holz oder Käferholz. Warum auch immer, ich weiß nicht, ich hätte eigentlich gemeint, ich hätte das 1030 Profil damals bestellt. Entweder es ist bei der Bestellung was schief gegangen oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist das eigentlich gar kein so großes Problem, weil dank der Maschine kann man die Bandler jetzt alle umschleifen.
Ist jetzt vielleicht nicht das Optimale, weil auch ziemlich viel Material verloren geht beim Umschleifer, aber ich möchte jetzt einfach einmal wissen, ob also ein 1030 Profil besser schneidet wie dieses 734 Profil. Ich habe es jetzt schon einmal rumlaufen lassen, weil ich kann ja nicht so viel auf einmal wegschleifen. Jetzt beim zweiten Durchgang nehme ich euch mit und jetzt schaut einmal zu, was die Maschine so macht, wenn es arbeitet. Es wäre jetzt, wenn man schleift, 17 Zähne hinter dem Zoo, wo man anfängt, dieses Blech aufgesteckt. Das läuft jetzt einfach mit rum. Und wenn das dann da vorne an dem induktiven Näherungsschalter angekommen ist, dann schaltet die Maschine automatisch aus. Jetzt kommt der Näherungsschalter daher und jetzt schaltet er aus. Jetzt, wenn man vorne schaut, haben wir genau bei dem Zoo, den wo ich vorher markiert habe, ich hoffe, dass man es sieht. Somit, da sieht man es genau. Den habe ich grün angestrichen, den Zoo. Jetzt ist die Maschine genau einmal rum. Man hat jetzt, glaube ich, auch recht gut gesehen bei dem Schleifvorgang. Ich habe jetzt nicht den kompletten Zahngrund erfasst, aber die Zahnfront und das Zahndach habe ich eigentlich recht gut ausgeschliffen. Jetzt beim zweiten oder dritten Schleifvorgang, denke ich mal, werde ich es dann schaffen, dass ich den kompletten Zahngrund ausschleife. Das sollte man machen, weil da so Mikrorisse entstehen können und durch das Schleifen von dem Zahngrund schleift man diese Mikrorisse raus. Und damit kann man einfach vermeiden, dass das Bantel irgendwann das Reißen anfängt. Ich möchte es aber jetzt trotzdem probieren und ich glaube, zum Probieren langt es jetzt einmal. Ich werde das Sägbantel jetzt aufspannen auf mein Säg und dann schneiden wir mal einen Stamm auf. Und ich hoffe, dass ich da einen Unterschied feststelle zwischen dem 734 Profil, mit dem, wo ich bis jetzt immer geschnitten habe, zu dem 1030 Profil, das eigentlich viel besser zu mir passt. Also, ich hole jetzt einen Baum, dann lege ich den auf und dann schneiden wir mal.
Jetzt schaut euch einmal das an, was das für ein Schnittbild ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das mit den 7-34 Grad Bandel schlechter war, aber das ist echt ein Wahnsinn. Und durchgegangen ist das Bandel wie Butter. Da sieht man mal wieder, was 3 Grad im Lehm ausmachen. Ich werde den Baum jetzt aufschneiden, weil ich brauche wieder mal Bretter. Die Bretter brauchen wir dann beim nächsten Video, denke ich einmal. Ja, vielleicht schiebe ich noch eins dazwischen, weil ich habe das Eisen für die Tore da vorne schon bestellt, aber es dauert ein bisschen, bis das Eisen da ist. Drum weiß ich nicht genau, wo es nächste Woche kommt. Schauen wir mal. Auf jeden Fall schneide ich da jetzt Bretter draus. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Seid fleißig und schaut das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt, alle bauen mit dem Bäder.